So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es etwas Spezielles. Erstens das nächste Adventskalender-Video und zweitens ein weiteres Command-Video. Und zwar wird hier ein Mod nachgemacht in dem Command oder nachsimuliert, den ich sogar schon mal gezeigt habe, nämlich den Mutant Creatures Mod, wo man bestimmte Mobs mutieren lassen kann zu fetten Mobs, die ein bisschen übelst krank sind. Zunächst wieder der Hinweis, heute gibt es wieder ein Adventskalender-Gewinnspiel. Link dazu in der Videobeschreibung ist auf meinem Merch-Shop und da gibt es wieder ein paar Merch-Artikel zu gewinnen. Gerne dran teilnehmen und da mal vorbeischauen. So, ansonsten starten wir einfach auch mal hier durch und zwar mit dem Command. Das ist von ItsZender gemacht, Link dazu in der Videobeschreibung, auch zum Command, könnt ihr gerne mal austesten. Und da sind auch einige neue Mobs dabei, die ich nicht von damals kenne. Vielleicht wurde dieser Mod ja mal geupdatet, schon super, super lange her. Vielleicht kann ich mir da mal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, heute als Form eines Command-Videos und ansonsten mal als Mod-Video. Wer das Video generell noch nicht gesehen hat, auch von der Mod-Verstellung, die ich dazu mal gemacht habe, versuche ich hier oben zu verlinken, falls ich dran denke. Wenn nicht, dann habe ich es wieder vergessen. Ansonsten findest du aber auf dem Kanal, da habe ich noch super, super, super viele Videos. Ich habe tausende Videos auf dem Kanal. Kann man sich alle angucken. Alle. So. Command einfügen, Copy-Paste, Always Active, dann klicken und dann baut sich was zusammen und ich habe hier, ich stehe, ich stand zufällig da und die Maschine hat sich aufgebaut und dann stand ich in der Maschine drin. Es war ein bisschen doof, aber egal, es funktioniert. So. Right-click to destroy, weißt du was, das mache ich gerade mal, weil ich mir nicht sicher war, ob ich, ob sich das richtig aufgebaut hat, weil der Command-Block überschrieben wurde. Okay, dann wurde ich geschrieben. Egal, passt. So. Maschine steht. Man muss jetzt so ein Resource-Pack runterladen. Hier steht nochmal, wie lange, 15 Stunden Arbeit. Einfach draufklicken, öffnen Sie den Link zum Mediafire, müsste installieren. Unten den Resource-Pack-Order, weil ich reinschieben, habe ich gerade schon gemacht. Mutant Creatures Resource-Pack ist schon drin. So. Dann auf den Done klicken und dann könnt ihr auch alle sehen, was gleich passiert. Es gibt 5 verschiedene Mobs, die wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen werden. Und es gibt dann noch einen Command, den habe ich vorher schon mal gemacht. Der sorgt dafür, dass alle Entities geklärt werden, keine Entities neu spawnen. Das ist ebenfalls noch mit da verlinkt. Gut. Dann, würde ich sagen, geht's mal los mit dem ersten Mob, beziehungsweise mit unserem Mutationstrank. Den muss man nämlich machen. Dafür brauchen wir Blaze Powder, 2 Stück. Dann brauchen wir Charcoal, also eine Holzkohle. Und dann brauchen wir einen Trank. Also, glaube ich, egal welcher, aber so. Alle auf den Boden werfen. Blip, blip, blip. Und jetzt kriege ich Chemikalie X. Chemical X. Und damit können wir uns jetzt die Mobs mutieren lassen. Gut, uns welche können wir mutieren lassen? 5 Stück. Wir brauchen einen Creeper. Dann brauchen wir einen Pigman. Nicht Pig, sondern Pigman. Dann brauchen wir einen Enderman. Dann brauchen wir ein Skelett. Skeleton. Und dann brauchen wir einen Wolf. So, alle 5 Mobs. Ich fange mal an mit der ekelhaften Variante, glaube ich, ist der Creeper. Chemikalie drauf und bam. Hui. Damit haben wir ja mal wieder ein äußerst interessantes Exemplar geschaffen. Hallo Creeper. Ich gebe mal kurz hier Effekt, Slugger Phoenix, Minecraft, Resistance für 1000 Sekunden, Stufe 5. Und gehen wir in den Game Mode 0. So, jetzt greift mich an. Ich krieg dadurch keinen Schaden, aber kann die Attacken sehen. Er springt so nach oben, da kommt Blitz und er attackiert eigentlich einen einfach. So, Creeper, hau mal ein bisschen was raus. Er hat ein übelstes Knockback, er kickt dich super weit weg, wie ihr sehen könnt. Bam! Und er hat auch noch eine Spezialattacke, nämlich er kann eine ganze Armee von Creepern beschwören. Macht halt random. Also, die Attacken sind so ein bisschen zufällig, randomized, aufgeteilt und deswegen, kann ich vielleicht nicht immer alles zeigen, aber ekelhaft. Pass auf, episches Pre-Intro würde ich gleich mal aufnehmen. So, da hätten wir es. Da kommt das Vieh rein, knockt mich weg. Böse. Das ist mal ein Creeper. Autsch, und jetzt hat er sich, okay. Damit hat er sich in Luft gesprengt und die Command-Anlage gleich damit. Na gut, die Command-Blocks sollten trotzdem funktionieren. Aber lol. Okay. Ich bin, glaube ich, etwas zu nah hier rangegangen, aber egal. Command-Blocks sollten funktionieren weiter noch. So, als nächstes Mob haben wir den Zombie-Pigman. Chemikalie X drauf. Wir haben so ein richtig fettes Viech mit so einem richtig fetten Hammer. Oh mein Gott. Look at that hammer. Das ist richtig heftig. So, ich mache ein paar Bilder vielleicht. Ich überlege, wenn ich das Thumbnail nehme. Bei dem Vieh ist es so, man kann es schwächen oder ihm Schaden zufügen, wenn man ein Wasser einmal drunter setzt. Habe ich, glaube ich, mal gesehen. Das Wasser verschwindet mit der Zeit wieder hier. Aber wenn du Wasser weiter setzt, soll es dadurch verwundbar sein. Weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber der löscht das Wasser drunter einfach.
Und mit dem Dia-Schwert sollte man ihn dann one-hitten können oder so. Bin ich mir nicht ganz sicher. Oder ganz normal killen. Weiß nicht mehr ganz genau. Aber Wasser sollte ihn schwächen. Weil unten drunter kriegt er jetzt hier Dings und so. Ja, der hat super viele Leben, so wie es aussieht auch natürlich. Ich versuche es mal ruhig runter zu kloppen. Bevor ich es vergesse, der Creeper hätte auch was gedroppt, wenn der nicht explodiert wäre, sondern wir ihn getötet hätten. Nämlich eine Spezialbombe kannst du nehmen und platzieren und dann macht die einen großen Krater. Explodiert halt auch. Also kriegst du eine schöne TNT-Bombe von dem. Der Zombie-Pigman hat aber übelst viel Leben. Der Zombie-Pigman droppt ebenfalls ein Item und zwar ist das sein Spezialhammer. Den kann man selbst usen, ohne sich Blöcke zu zerstören, so smashen sozusagen. Sag mal, hier, komm. Effekt. Spark of Phoenix. Minecraft. Strength. 1000. Und ich gebe mir mal 50. Wie viel Leben hat der? Oh, mein Gott, ey. So. Zombie Pigman Hammer. Der Rechtsklick. Shift-Rechtsklick. Auto-Attack. Q. Ich bin zu blöd dafür. Irgendwas muss man mit dem machen. Ich hab's gesehen auch im Video. Da konnte man damit klicken und dann explodiert die Kacke. Aber ey, komm. Na? Ich hab einen großen, oder? Ich hab so einen richtig großen. Hui. Also das Model ist ja schon mal nicht schlecht. Ey, da fliege ich ein kleines Stückchen zurück und es gibt ein schönes Bild. Poste ich auf Twitter oder so. Oder Instagram. Hey, ich habe ja sonst Instagram. Poste ich mal. Falls es irgendwie geht. So. Ja, ich habe ein gutes Gerät. Du bist halt geslaut dadurch, aber irgendwie kannst du auch so einen Smash-Attacke machen. Bin ich gerade so blöd für. Weiter mit der nächsten, mit dem nächsten Viech. Und zwar Sneak and Drop to Smash. Okay, warte. Ich bin nur so blöd zu lesen. Sneak und Drop. Ah, jetzt geht's. Gut. Dann kannst du das Ding smashen. So. Sneaken. Bam. Wenn es zu oft hast, fliegst du ganz weit nach oben, der Hammer verschwindet, weil man es übertrieben hat. So. Als nächstes, den Enderman. Nee, das nächste Mal Pigman. Das ist ein Enderman. Spawn Enderman. Chemikalie drauf. Und wir haben einen. Ah, also weggeportet, als er Schaden gekriegt hat. Einen mutierten Enderman. Okay, der sieht ein bisschen anders aus als in dem Mod. Aber der ist auch nicht so stark, wie ich gedacht habe. Egal, Attacken müssen wir mal gucken, aber Sneak and Drop to Teleport Entities. Aber wahrscheinlich habe ich gerade keine Entities in der Nähe. Bin ich gerade so blöd für. Aber Enderman ist auch, glaube ich, nicht so das spezielle Ding gewesen. Skelett ist nochmal richtig krass, pass auf. Spawn Skeleton. Bam. Hey. Der springt nach oben und lässt einen Pfeilhagel nach unten kommen. Das übelste Abfuck. So. Game Mode 0. Hallo Skelett. Wo ist mein Resistance-Effekt? Da ist der Resistance schon ausgelaufen, der Resistance-Effekt. So. Hallöchen. Bam, der hat auch einen übelsten Knockback. Und das Viech droppt. Ja, ach stimmt, ist es gestorben, weil ich einfach Strength 50 noch habe. Deswegen ist auch der Enderman so schnell abgerippt. Sorry. Ich hab's nicht mal dran gedacht. Das Skelett hat auch einige Attacken, springt dann nach oben und so Zeug. Und hat jetzt droppt einen Crossbow unter anderem. Wenn man damit schießt, dann haben die Pfeile verschiedene Trankeffekte in verschiedenen Formen und generell verschiedene Effekte. Also ich habe einerseits halt... Warte, kann ich schießen? Oh, ich habe keine Pfeile mehr, glaube ich. Game Mode 1. Ja, so. Einerseits halt Trankeffekt hier ist... Poison ist das, nochmal Poison. Es gibt noch einen Weakness-Trankeffekt ist oder Explosion. Und das ist immer zufällig. Komm, kriege ich mal den Weakness-Effekt. Anscheinend beschränkt sich. Da ist der Weakness-Effekt. Also immer zufällig. Mal so, mal so, mal so. Mal schießt und man weiß selbst nicht, was passiert. Das ist ja schon ein bisschen ekelhaft, ne? Sämtliche Trankeffekte. Fand ich irgendwie cool, die Mechanik. Funktioniert alles echt super. Hey. Okay. Kommen wir zum letzten Mob auf der Liste und das ist der Wolf. Funktioniert eigentlich wie ein normaler Wolf. Oh, der Hammer liegt hier. Habe ich den verloren? Okay, der ist runtergefallen. Ist mir nur aus der Hand gefallen dann. So. Der Wolf, der wird ebenfalls mutiert. Und dann haben wir hier einen mutierten Wolf auf Steroiden. So, den kann man, glaube ich, ganz normal tamen. Gib mal hier die Knochen. So, tamen wir den mal. Geht das? Ja, er ist getamed. So, jetzt ist Halsband rot geworden. Und wenn ich jetzt mal hängen gehe, der folgt mir auch. Ey, das ist ein Tier.
Das ist ein richtig fetter Bulldog. Wenn ich jetzt das Haus. Ah, oh, verdammt, ich hatte Strength noch. Gib mir mal Strength 1. So. Und dann spawne ich hier mal einen Zombie-Pac-Man. Den lasse ich ebenfalls markieren. So, jetzt kämpft er mal, Wolf. Los, Hundi, mach ihn alle. Ja, okay, der Hundi steht, glaube ich, ein bisschen im Feuer drin. Ich glaube, das geht nicht so ganz auf. Der müsste ihn eigentlich angreifen, aber es kann sein, dass es bei mutierten Kreaturen nicht funktioniert. Alter, ich kann immer noch One-Shot wegen Strength. Wolf Bottom went up in flames. Okay, er wurde weggegrillt. Aber der Wolf sieht böse aus. Er sieht übelst auf Steroiden aus. Kann ich tamen? Sekunde, Halsband wird, wenn er getamed ist. Jetzt ist er getamed. Ja, gut. Egal. Wolf of Doom. Ey, das sieht so krank aus. Egal. Soviel zum Thema des kleinen Commands. Jedes Mob hat seine Attacken, seine Mechaniken, kann eine coole Sache droppen. Der Typ hat einen übelsten Hammer und, naja. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, das ist gewesen von der kleinen Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, lasst krachen und tschüss.